Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1. Wir lassen die Wyvern mal Wyvern sein und gehen jetzt zum Einsiedler zurück, der uns hoffentlich reinlässt und uns nicht vor der verschlossenen Tür stehen lässt, weil bei ihm gibt es kein Lagerfeuer. Ich bleibe dabei übrigens, das war einer der schwierigsten Kämpfe, die ich bisher in Witcher hatte. Alles andere war auch, der hat doch ein Lagerfeuer vor der Tür, okay. Alles andere war immer bisher so relativ easy. Das war strong. Also, wenn wir jetzt mal von dem Bosskampf mit der Spinne absehen, die absolut zum Kotzen war. Wir pofen hier mal eine Runde. Bis zum Morgengrauen. So. Denn der Herr Einsiedler ist ja recht einsiedlerisch. Ich würde speichern, bevor ich auswähle, was ich nehme. Ich habe nirgendwo hingedrückt, aber okay. Gut, hallo Freund. Wie kann ich helfen? Ja. Alles erledigt. Die wilde Jagd ist fort. Hervorragend. Ich danke euch. Welche Belohnung wollt ihr? Ich würde prinzipiell das Vampirbuch nehmen oder auch gerne eine Hütte besitzen, aber ich nehme den Kranz der Immortellen. Aber erstmal kannst du mir nochmal erzählen. Erzählt mir nochmal von den Belohnungen. Das Buch über Vampire beschreibt Alpe, Bruxee, Flatterer und Garkens. Die Hütte dient euch als Zuflucht und Lager für Objekte, die ihr nicht benötigt. Legenden zufolge verfügt der Immortellenkranz über ungewöhnliche Fähigkeiten. Ich hätte gern alles, aber ich nehme den Immortellenkranz. Ich hätte gern den Kranz Immortellen. Er gehört euch. Hütet ihn gut. Und benutzt ihn im rechten Moment. Danke. Damit kann man nämlich... Bitte nehmt dieses Säckchen heiliges Salz. Tragt es bei euch, um Phantome abzuwehren. Das könnte sich als nützlich erweisen. Bestimmt. Ich habe die Belohnung abgeholt. Beutel mit Salz. Amulett. Erscheinung abwehrender Talisman. Ja geil, den hätte ich eben gebraucht, du Bastard. Den Runenstein haben wir eben noch gekriegt, okay. Der ist auch ziemlich gut, so wie ich das sehe. Ja, ich denke, das Buch hätten wir eh schon gehabt. Wo ist denn der Kranz Immortellen? Ah, da! Ist sogar ein Questgegenstand, okay. Cool. Und gut. Gut, dann können wir ja jetzt... Wieso sind hier Mittagserscheinungen? Wir haben es 6 Uhr morgens. 8 Uhr morgens, okay. Ich habe jetzt keine Lust auf dich, Mädchen. Ja? Wir gehen jetzt zum Seeufer. Schnacken, da ist ja noch einer, Alter. Was machen denn Mittagserscheinungen um 8 Uhr? Ganz normalen Tags überall. Eine Sekunde, okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Seeufer, schnacken mit den Anderling, mit den Elfen. Schnacken mit dem Wort der Neupriester. Und ja, hier kannst du nicht runter, willst du mich verarschen? Und schnacken dann nochmal mit der Frau des Schmiedes, denn für die haben wir ja auch eine Aufgabe gemacht. Für die haben wir ja Mittagserscheinung geklatscht. Ich glaube, das ist sogar alles, was wir gerade als Aufgaben hatten, oder? Ich meine, ja. Nee, gar nicht wahr. Wir müssen noch auf dem Friedhof gegen den Faustkämpfer fighten. Ich habe keine Ahnung, wo der Friedhof ist, wenn ich ehrlich bin. Ist nämlich alles schon länger als 5 Sekunden her. Jetzt 4 Minuten, ich habe noch nichts gemacht. Klassischer Fisch, würde ich sagen. Lagerfeuer, da sind die Dingens. Da ist die Gruft. Durchgang zum Dorf. Dahin wollen wir. Ich habe echt keine Ahnung, wo der scheiß Friedhof ist, Alter. Feuerstelle und Leichnam. Gehen wir mal in den Leichnam ran. Ich glaube, den hatten wir schon. Ja, hatten wir schon. Entschuldigung, habe ich gerade das Mikrofon geboxt. Da sind Wolfies. Okay. Eigentlich habe ich gerade gar keinen Bock zu fighten. Ich möchte eigentlich gerade einfach nur meine Quest abgeben. Aber Wölfe sind zum Glück nicht übermäßig stark und wir haben noch... Ah ne, wir haben keinen Spiel mehr drin, ne? Ja, wir kämpfen gerade mit einer falschen Waffe gegen die, fällt mir auf.
Nehmen wir das da, so. Ja, okay, es geht viel schneller. Anhänger der Dragones. Wieso sind da so viele von? Also, ich werde die auseinandernehmen, ne? Aber ich speichere auf jeden Fall. Hallo, darf ich jetzt bitte? Danke. Ich speichere auf jeden Fall vorher. Nicht, dass die mich auseinandernehmen. Ich hatte auch nicht gedacht, dass die Erscheinungen so stark gewesen sind. Und die Erscheinungen waren verfickt stark. Komm mal her, Freunde. Hm? Macht tatsächlich mehr Schaden, wenn es 3 oder mehr Gegner sind. Dementsprechend gefällt mir das natürlich sehr gut. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Nirgendwo, okay. Auch kleiner Affe, kannst du bitte deine Schnauzen halten? Ich weiß ja nicht mal, was du bist. Fun Fact, übrigens, ich hatte das alles leer gemacht, bis auf die 3 Sachen, bevor ich in dieses Land wieder gegangen bin, ne? Ihr erinnert euch eventuell. Hallo Elfen, ihr hattet nichts zu sagen, ne? Man kann nicht mehr mit euch reden, okay. So, mit dem Elfenhandwerker musste ich auf jeden Fall reden, das weiß ich noch. Ja? Bruder, ich hab hier. Ich bin wegen der Anzeige hier. Schrott für dich. Habt ihr die Riesentausendfüßler-Rüstung für mich? Jo. Hier. Endlich kann ich mit meiner Arbeit fortfahren. Nehmt diesen Beutel als Lohn für eure Mühe. Danke, Bruder. Was habe ich gekriegt? Geld? Für 250 Euro, immerhin. Ich glaube, ihr lasst mich gewinnen. Blödsinn. Lasst eure Bären Bären sein und tut etwas Sinnvolles. Vielleicht werde ich das, falls nichts Drastisches geschieht. Haben wir gegen den Poker gespielt? Wir spielen gegen ihn nochmal Poker. Bin mir nämlich gerade nicht ganz sicher. Würde gerne nochmal eine Runde gewinnen gegen ihn. Ja, das ist schon mal ein Dreier. Das ist sehr gut. Er macht 2 Paare. Ich meine, ein Dreier ist besser. Den kann man ihm richtig wenig erhöhen, nur. Ich meine, ein Dreier ist besser als 2 Paare. Deshalb habe ich jetzt einfach erhöht. Also, nein, das ist einfach gleich geblieben. Meine Güte, ich meine, ein Dreier ist besser als 2 Paare. Wir haben einen Vierer, okay. Das ist fast nicht zu überbieten, außer durch einen Fünfer. Und er macht immerhin noch einen Dreier. Verliert trotzdem. Gut, nächste Runde. Würfeln. Würfeln klaut übrigens immer echt viel Zeit. So, immerhin schon mal ein Paar. Und er macht ein schlechteres Paar. Ich möchte kein Geld gewinnen, ich möchte einfach nur gewinnen. So, ne, ja, genau. Bitte? Ah, schon mal ein Dreier gemacht. Das ist doch schon mal gut. Bitte macht er nicht einen Vierer. Okay, es kommt. Er macht ein Full House, Junge. Ich kann sagen, er ist komplett dumm, aber das Glück war halt auf seiner Seite. Der macht einfach Full House, ey. Mach schon mal ein Paar. Das ist schon mal auch ein Paar, aber ein schlechteres. Wir bleiben. So. Darf er jetzt bitte kein Glück haben? Wir machen einen Vierer, das ist schlecht zu überbieten. Ich glaube, ein Full House wäre schlechter als ein Vierer. Bin mir aber nicht sicher. Er macht 2 Paare. Na, ist ja ein Grund. Okay, gut. Und dann können wir noch mit Tourville ja reden. Ihr sagtet, wir wären uns bereits begegnet. Im Dol Blatana, dem Blumental. Einem wunderschönen Fleckchen. Ich gab Rittersporn die Laute, die er heute spielt. Unsere Begegnung veränderte mich. Einst hasste ich die Menschen ausnahmslos. Aber eure Worte säten Zweifel in mir. Als der Krieg all diesen Hass mit sich brachte, begriff ich, dass es einen anderen Weg gibt. Das freut mich. Mich auch, Hexer. Wie viele Leibe sollte ich nochmal kaufen? 5. Wir müssen essen. Sputet euch. Habe ich die vergessen? Ich habe die vergessen. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns nicht gleich wieder, wir machen erst den Fischmenschen, würde ich sagen. Und dann gehe ich nochmal hin und her. Das war jetzt dumm. Ich war der festen Überzeugung, ich hätte 5 Leibbrot mit. Wie viel Leibbrot habe ich denn mit? Keins? Keins. Gut.
Gut, ich habe sie nämlich schon gekauft. Ich hätte sie wahrscheinlich nicht mal kaufen müssen. Darf ich hier rein? Ja. War ich hier schon drin? Wahrscheinlich. Ja, war ich. Fischer. Ich suche einen Vodjanoi-Priester. Oh. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Ich habe unfreundlich aussehende Vodjanoi am Ufer gesehen. Haben die den freundlichen Priester vertrieben? Mhm. Dann hoffe ich, dass sie ihn nicht für immer verschreckt haben. Mhm. Gut. Passt auf euch auf. Das wusste ich zwar nicht mal, aber... muss also scheinbar mal... das Dragons weghämmern. Hallo Freunde. Achso, da kommt man gar nicht rum. Gut. Jungs. Jungs. So, weg. Junge, der war ja richtig weggefetzt, ey. Erstmal absolute Gönnung hier. Da war noch einer, genau. Mädchen, du bist ja immer noch da. Hast du ganz zu Hause? Ich weiß an. Ja, ja, verpiss dich. Du weißt bestimmt alles, weißt du. Hier ist noch ein Boot gewesen, das können wir auch gleich nochmal benutzen. Alter. Ah, der wurde der Neupriester ist nicht da. Das ist ja ärgerlich. Trunken auf der Insel. Ja, komm, dann machen wir halt erstmal die Trunken auf der Insel und ich hoffe, dass ich dann zurückkomme und der wurde der Neupriester wieder da ist. Bestimmt, oder? Ja, ja. Ich glaube da fest dran. Glaube ich nicht. Wo war denn das Boot? Hier in diesem Level fällt mir besonders auf, dass die Sachen extrem nachrendern. Ist mir in den anderen Leveln immer nicht so aufgefallen. Aber hier fällt mir das richtig stark auf. Komm ich da hin? Ah, hier so, okay. Gut, dann nehmen wir mal das Boot. Mit dem waren wir noch gar nicht unterwegs, glaube ich. Sieht auch ein bisschen übertrieben aus. Und es fährt... also das Schilf sticht durch das Boot. Das spricht nicht so dafür, dass es dicht ist. Aber was weiß ich schon. Ich bin ja kein professioneller Bootsbauer. Schwarzschwalbenschwanzinsel. Habe ich das gerade richtig gelesen? Oder habe ich da irgendwas dran gedichtet? Hübsche Seerosen, by the way. Aber die funktionieren auch nicht so, dass man einfach durchfährt. Eieiei. Ist hier auch nochmal 300 Kilometer groß? Ich hoffe nicht. Neuer Tagebucheintrag. You fucking kidding me? Ist das das einzige hier? Nee, okay. Klippeninsel, Badeplatz, Nadja. Ich schlaf mal, damit hier auch Ertrunkene rumlaufen. Bis abends. Ich habe echt schon viele Tage in dem Spiel vergeudet. Mich würde mal interessieren, wie viele genau. Müssen ja irgendwie schon ein paar sein. Spawnen die jetzt schon oder muss ich tatsächlich noch ein bisschen länger schlafen? Ich habe gar keine Ahnung. Herrin des Sees. Hallo, schöne Frau. Ich weiß nicht mal, ob sie schön ist, aber es ist eine Nymphe, also wird sie bestimmt schön sein. Natürlich ist sie schön. Willkommen, Geralt. Hallo. Vergib mir, ich erinnere mich nicht an euren Namen. Weil ihr ihn nicht kennt. Allerdings kenne ich euch. Oder zumindest euren Ruf. Ich sollte euch warnen. Ritter Sporn nimmt sich bei seinen Balladen große Freiheiten heraus. Ich vertraue meiner Quelle, der Sirene Schinas. Sirene? Ja. Warum seid ihr so überrascht? Was hat Schinas euch erzählt?
dass ihr einen Konflikt zwischen dem Fürsten von Agloval und den Bewohnern der Unterwasserstadt Ys verhindert habt. Was? Dank euch und euren Freunden tolerieren die Menschen und die Wodjanoi von Ys einander jetzt. Davon weiß ich nichts. Das ist ermutigend. Ich hoffe, hier geht jetzt alles gut. Shinas hat eure Intelligenz erwähnt. Macht Gebrauch davon. Sprecht mit dem Wodjanoi-Priester und dem Menschen namens Julian. Wer seid ihr? Sie nennen mich Herrin des Sees. Ist dieser geschwätzige Fischer euer Diener? Mein Diener? Nein. Frauen brauchen ab und zu Männer. Natürlich nur für Nahrung und Schutz. Natürlich. Verstehe. Scharen von Rittern verteidigten einst meine Ehre. Doch das ist lange her. Nur mein armer, kränkelnder König der Fischer ist noch übrig. Herrin. Alter Schwede. Kann ich etwas für euch tun? Der Friede meines Landes wurde gestört. Menschen und Wodjanoi streiten wegen Habgier, Angst und Missverständnissen. Ich nehme an, jede Seite hat einen inoffiziellen Anführer. Ja, okay. Er redet aber nicht. Wodjanoi Priester und Julian. Ich kümmere mich darum. Das tue ich wirklich. Keiner. Es geht nicht darum, wer im Recht ist. Ich möchte sie versöhnen. Dann müsst ihr Dagon töten. Bringt mir dazu aus beiden Gemeinden Objekte, die Harmonie symbolisieren. Ich bin bald wieder da. Hinweise über die Natur dieser Objekte findet ihr an der Statue. Sag's mir doch einfach, Mädchen. Gott, wie kompliziert kann man etwas machen? Ja. Herrin, ihr seht bedrückt aus. Manchmal sehe ich die Zukunft, Hexer. Das Schicksal hat seine Fäden um einen Hexer gesponnen. Sein Pfad führt in eine dunkle Zukunft, in Traurigkeit und Schmerz. Ich möchte ihm helfen zu überleben. Wer ist es, Herrin? Ihr oder Berenga? Sprecht mit ihm. Und möge einer von euch des Schicksals Faden aufnehmen. Ich gehe davon aus, dass es Berenga ist. Ich werde mit Berenga sprechen. Darf ich trotzdem bitte weiter mit dir reden? Danke. Ja. Herrin, es heißt, ich wäre ins Leben zurückgekehrt. Aber ich habe mein Gedächtnis verloren. Könnt ihr mir helfen? Ich wusste, dass ihr nicht zufällig zurückgekehrt seid. Antwortet zuerst eins. Glaubt ihr an das Schicksal? Prinzipiell nein. Kommt auch an, wie man Schicksal deutet. Aber als Geralt glaube ich ans Schicksal, weil fucking Hexer. Ja. Mit der Beantwortung meiner Frage habt ihr die eure beantwortet. Das Schicksal hat mich hierher geführt? Ich bin keine Herrin des Schicksals. Ich habe eure Vergangenheit und Zukunft gesehen, darf aber über beides nicht sprechen. Ich hatte auf Führung gehofft. Nun gut. Auch wenn ihr nie erfahrt, wer ihr seid und Kräfte euch umherwirbeln wie Wind das Laub. Lohnt es sich, ein anständiger Mann zu bleiben? Das bleiben wir auf jeden Fall. Ich werde es mir merken, Herrin. Gut. Das ist, glaube ich, die erste, die zensiert ist, ne? Reden wir weiter. Ja. Herrin, was ist aus diesen Rittern in glänzender Rüstung geworden? Ich gebe der Legende vom Heiligen Gral die Schuld. Meine kühnen Ritter brachen zu einer Mission auf. Warum? Weiß ich nicht. Sie sagten, es wäre ihr Schicksal, den Heiligen Gral zu finden. Leider kann meine Macht das Schicksal nicht bezwingen. Ich konnte die Ärmsten nicht auf den rechten Weg geleiten. Rip, der Gral wurde nie gefunden? So ist es. Kennt ihr die Legende vom Heiligen Gral? Jein. Ich habe mein Gedächtnis verloren.
Sprecht mit dem Einsiedler, der die Gräber dieser tapferen Suchenden bewacht. Er ist zwar ein Langweiler, kennt die Legende vom Heiligen Gral jedoch wie kein zweiter. Ich werde ihn besuchen. Wenn ihr wegen einer Mission von allerhöchster Bedeutung zurückkehrt, glaubt mir, ich kann unangenehm werden. Was? Herrin, wo kann ich den Vodjanoi-Priester finden? Bei meinem Altar am Ufer. Aber manchmal verjagen ihn die Anhänger Dagons. Verstehe. Ja? Herrin, ihr habt mir eine Aufgabe gegeben. Ich habe Geschenke von Menschen und Vodjanoi erwartet. Okay, ich muss Julian und dem Vodjanoi-Priester gehen, um dazu bringen, einen Kompromiss einzugehen. Gut, das sollte ich hinkriegen, glaube ich. Nassilis hat mich dann darum gebeten, mit Berengar zu sprechen. Ich erkannte, dass ich den Weg des Schicksals beschreite und dass meine eigene Mission habe. Königsüren. Okay, ich wusste nicht, dass das tatsächlich so ein wichtiges Ding ist mit dem Schicksal. Aber ich kann mir vorstellen, dass Geralt tatsächlich ans Schicksal glaubt, weil ich meine, wir sind ein fucking ein fucking Hexer. Von daher. Ja, eigentlich hätten wir antworten müssen, wir sind unser eigenen Schicksals Meister oder so. Weil wir ja eigentlich quasi unbesiegbar sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Guck mal, warum sind da so viele Wüfern, ey? Ich wollte hier ein paar Untote, ein paar Ertrunkene einfach nur wegklatschen. Ich wollte hier doch einfach nur ein paar Ertrunkene weghämmern. Komm mal her, mein Freund. Jetzt nehmen wir dich mal kurz auseinander. Ich muss sagen, ich finde die kleinen Wyvern schlimmer als die großen. Die kleinen einfach. Ja, die sind nicht stärker, aber die sind halt nerviger, ne? Gut, da haben wir eine kleine. Komm mal her, mein Freund. Und weg. Ich speichere übrigens immer nach den Wyvern, weil mir die zu nervig sind, die mehrmals zu bekämpfen. Weil, also, die sind, wenn man sie einzeln pullt, wirklich nicht stark. Wenn man sie einzeln pullt, sind die wirklich nicht stark. Aber wenn man sie halt gemeinsam pullt, sind sie sehr stark. Und die alle einzeln anzugreifen, ist halt ein langwieriger Prozess, ne? Den ich nicht öfter als einmal Bock habe, auf jeden Fall. So. L5. Okay, ich glaube, ich habe nur die Stark angelockt, ja. Und da sind noch zwei, habe ich gerade gesehen. Ich hoffe, es ist nicht allzu langweilig, wie ich sie bekämpfe. Speichern, eine anlocken. Komm mal her, Schatzi. Und weg. Und F5. F5. Danke. Es dauert teilweise echt lange, bis man die Scheiße wieder speichern darf. Da sind ja noch 100. Dein Scheiß Ernst, das hat keinen Niederschlag erwirkt. Ach Gott, ich hasse mein Leben, Alter. So, jetzt krepier endlich, du Mistvieh. Und gönn mir deine Überreste, danke.
Und speichern. Gut, ich glaube, wir schaffen diesen Part wieder nicht. Du reift die Königsüfer an, mit der hatte ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, erstmal kommen die Kleinen. Bin ich early. Ja, aber dann hacken wir erstmal das große Mistvieh auseinander. Bist du eine fette Taube, ey. Oder sind es Seetauben? So. Auseinandergehackt. Ich bin jetzt einfach mal, ja, mutig, dumm. Dumm könnte man es vielleicht nennen. Ich speichere nicht. Ich wollte gerade sagen, willst du woher kommen? Mistvieh. Und Kopf ab. Ich muss sagen, das ist mir echt der liebste Zauberspruch, wenn er funktioniert. Dass ich den noch nicht voll ausgelevelt habe, ist eigentlich dumm. So, letztes Mistvieh. Das heißt, wir können mal eben so machen und zack. Hätten wir nicht gebraucht, ich weiß. So, jetzt gönn deinen Rest. Er hat eine sehr hübsche kleine Axt, einen sehr hübschen kleinen goldenen Diamantring und ein bisschen Geld. Gut. Speichern ist sehr wichtig. Habe ich das schon erwähnt? Altar des Dagons. Darf ich aber nicht hin, okay. Darf man wahrscheinlich nur irgendwie oberirdisch hin. Also nicht durch Wasser halt. Ist schon wieder bei 25 Minuten. Wir schauen mal, was wir noch von der Insel entdecken können. Wir haben sie inzwischen ja sogar komplett aufgedeckt, aber irgendwie ist hier nichts außer dem Altar des Dagons. Obwohl wir hier schon die Herren des Sees und 48.000 Millionen Wyvern gekillt haben. Also die Herren des Sees getroffen haben, logischerweise, die haben wir nicht gekillt. Das ist ja eine gute. Darf ich da auch rein? Ja, okay. Ich sehe übrigens nichts fast. Altar des Dagons. Da können wir irgendwas reinlegen. Ich habe natürlich keine Ahnung, was. Aber das wäre... Darf ich hier runtergehen? Nein, aber ich durfte, glaube ich, noch nie so tief im Wasser stehen. Okay. Dann wollen wir uns mal die Kiste da drüben anschauen. Und eigentlich warte ich nur noch auf die scheiß Ertrunkenen, die hier irgendwo warten sollen. Ich wüsste zumindest nicht, auf welcher Insel ansonsten die sein sollen. Eine andere Insel habe ich hier nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Naja, jetzt sagen wir, erkunden die Insel noch kurz zu Ende. Die dürfte gleich zu Ende sein, hoffe ich. Hoffe ich sehr. Also wirklich sehr. Nicht, dass sie noch 80 Millionen Kilometer groß ist. Da ist die Herrin wieder. Ich glaube, man konnte in die Richtung noch ein Stückchen weitergehen. Oder auch nicht. Doch, stimmt, da war ein Basilisk. Genau, und Basilisken heute brauche ich ja auch noch. Ich glaube für Julian oder so. Bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher. Kommen hier noch irgendwelche Mistviecher? Herr Basilisk? Herr Basilisk. Ich habe keine Ahnung, wie stark sie sind. Ich pulle sie mal einzeln raus. Ist meine Waffe eigentlich noch stark? Ja, noch 3 Stunden. Okay. Also auch schon fast nicht mehr. Was habt ihr denn? Basiliskenhaut, Toxin und Giftdrüsen. Okay, gönn mal. Das waren 2, die wollte ich nicht gleichzeitig haben eigentlich. Okay, also erstmal wirken Basilisken recht schwach. Fuck. Okay, Gott sei Dank komme ich an den noch ran. Danke. Ich hatte nämlich schon Angst, dass ich an den nicht mehr rankomme, weil der ein bisschen ins Wasser gefallen war. Ich muss mit Julian. Okay, es war Julian. Kreis des letzten Tropfens. Hört sich irgendwie versaut an. Ja, okay. Ein bisschen Schmock. Und ein bisschen Gold und eine Rune des Mondes. Bei den Runen muss ich mich nochmal informieren. Das mache ich zum nächsten Part, denke ich. Aber mich würde jetzt interessieren,
Wo ist es denn? Ist es nämlich gebeten, mit Brenger zu sprechen? Nein. Nein. Das da. Soll an der Spitze sein. Oder muss ich einfach nur abhauen? Klippeninsel, Badeplatz ändert, ja, doch. Ah, da sind ja die Drogen. Okay, die waren eben noch nicht da, oder? Gut, dann hacken wir die mal eben auseinander. Ja, Jungs, ich kämpfe gegen euch alle oder gegen keinen von euch, ja? Komm mal her, Freund. Okay, du bist scheinbar trotzdem normal ertrunken, ne? Und klein hacken. Okay, er lag auf dem Boden. Du hättest einfach dein Schwert reinstecken können einmal. Geralt. Ich habe ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung mehr, was... Ich muss Sapphires Leichnam nach dem... nach der Halskette durchsuchen. Türkis-Halskette, eine silberne Halskette mit Wellenmuster und einem großen, perfekt geschliffenen Türkis. Dann ein goldener Schal und Müll. Nadja die Halskette bringen. Nadja ist die hübsche Nymphe, ne? Ich glaube ja. Gut. Ich würde aber sagen, das machen wir alles beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und tschüss.